Und dann in der letzten Nacht, bevor wir dann wieder nach Hause gefahren sind, da hat er dann anderes vor. Genau. Ich war wie in der Schockstarre. Also das war abends, er hat sich dann zu mir ins Bett gelegt und ich habe mich einfach schlafend gestellt. Schatz, ich lasse für unsere Ehe beten. Und ich war so wütend. Da habe ich gedacht, ja, beten, beten. Änder du dich, dann braucht man nicht beten. Der Missbrauch hat ja zwischen 4 Jahren und 6 Jahren angefangen oder ja, diese 2 Jahre gedauert. So richtig bewusst, dass es jetzt um sexuellen Missbrauch handelt, da war ich, glaube ich, schon zwischen 11 und 12. Mit 11 hatte ich ja nochmal einen Missbrauch. Ich glaube, da war mir dann schon bewusst irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Also in diesem Kleinkindalter muss man sagen, das ist einfach normal. Also mit 4 Jahren, das, was zu Hause passiert, das ist normal, so verrückt, wie sich das anhört. Aber das ist das Kleinkindbild. Wenn es hier regnet, erinnert ihr euch vielleicht, man fährt mit dem Auto und dann regnet es überall. Und so war einfach in dem Setting noch mein Gedanke. Also das kam erst später, wenn du eben dein Weltbild siehst, ob bei deinen Freundinnen, die erzählen das und das, du erlebst anderes und denkst, okay, das ist also scheinbar nicht normal. Genau. Ich glaube, wir wollen da gar nicht zu sehr in irgendwelche Details gehen, aber vielleicht unter welchen Umständen hat er in dieser ersten Phase bei dir Missbrauch stattgefunden? Also es war in der engsten Familie. Meine Mama hat mich ja ganz jung bekommen, mit 16 Jahren. Mhm. Und ich bin dann bei meinen Großeltern aufgewachsen, nach vielen Pflegefamilien. Genau, und somit war das einfach im engsten Familienkreis einer meiner Onkels, der ist auch schon verstorben, aber genau. Und das ist ja alles schon schlimm genug. Und dann musstest du das mit 11 Jahren nochmal erleben. Was war da los? Also das war eine einmalige Sache. Also mein Papa, mein leiblicher Papa ist Italiener. Und der ist, als ich 2 Jahre alt war, von meiner Bildschirmfläche verschwunden. Kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Und mit 11 ist er dann wieder aufgetaucht aus dem Nichts und wollte mich dann der Familie in Italien zeigen. Für mich war das ein Riesenschock, dass da auf einmal ein Mann auftaucht, der mein Vater ist. Ich meine, meine Mutter war bis dahin verheiratet. Ich hatte 2 Geschwister. Und so lief es dann eben, dass meine Mutter gesagt hat, okay, klar, ist auch dein Kind und Familie Italien und so. Und dann in der letzten Nacht, bevor wir dann wieder nach Hause gefahren sind, da hat er dann anderes vor. Genau. Ist dir dann in dem Moment denn klar geworden, das ist nichts Richtiges, was hier passiert? Ja, definitiv. Also da war ich, wie gesagt, 11. Mhm. Das war gleich klar. Da läuft jetzt was ganz gewaltig schief. Mhm. Warst du irgendwie in der Lage, auch nur ansatzweise dich gegen sowas zur Wehr zu setzen? Mhm. Das ist ja immer die Klassikerfrage. Mhm. Nein, also mit 11 Jahren, ich war wie in der Schockstarre. Also es war abends, er hat sich dann zu mir ins Bett gelegt und ich habe mich einfach schlafend gestellt. Das war meine Taktik. So dass, das ist wie eine Schockstarre, dass man wirklich denkt, nee, also das geht gar nicht. Und ich will das jetzt einfach alles schnell erledigt haben. Mhm. Genau. Konntest du dich denn dann irgendwann später jemandem mal anvertrauen, so als Jugendliche? Also das war tatsächlich erst schon Anfang 30, als ich im Zuge von Therapie und Seelsorge angeraten wurde, dass ich das einfach auch meiner Mama erzählen sollte. Genau. Das heißt, du hast das alles immer mit dir rumgeschleppt, was du da erlebt hast und mit dir selber ausgemacht. Und was ich jetzt richtig krass finde, man könnte ja denken, wow, was für Umstände, das sind nur ganz schwierige Familienverhältnisse. So. Aber wenn ich das richtig weiß, du bist schön in Kindergottesdienst gegangen, in die Kinderstunde und da haben sie dir vom lieben Gott erzählt. Hast du das irgendwie zusammengekriegt, der liebe Gott und das, was du da erlebt hast? Also so die ersten Kindheitsjahre, also als ich 6 Jahre alt war, sind wir auf ein kleines Dorf gezogen. Und da muss ich sagen, zwischen 6 und 11 hatte ich eine total schöne Kindheit, also so typisches Dorfkind. Und da bin ich eben durch eine Freundin in dieses, in dieses gläubigen Setting rein. Es hat erstmal nichts mit meinem Glauben, also ich bin da drin aufgewachsen, aber viel später natürlich Gott als Vater
das Gottesbild als Vater, hat es natürlich schon Auswirkungen dann gehabt. Wie sehe ich denn Gott? Muss ich Erwartungen erfüllen? Das war ja meine Prägung als Kind praktisch. Ich muss Erwartungen erfüllen. Und nur wenn ich Erwartungen erfülle, werde ich auch geliebt. Das sind so Prägungen, die da reinkamen als Kleinkind. So. Mhm. Und das hat natürlich schon auch Schwierigkeiten im Glauben gebracht. Mhm. Viele Jahre später hast du dann irgendwann geheiratet. Mit was für einer Erwartung bist du denn in die Ehe gegangen? Mit gar keiner, ehrlich gesagt. Ich war so jung. Ich habe meinen Mann mit 18 kennengelernt und mit 20 geheiratet. Und irgendwie war das so ein Ankommen, das vielleicht schon, dass ich gewusst habe, okay, jetzt bin ich angekommen. Weil das aus meiner Geschichte natürlich auch was war, wo ich nie richtig angekommen bin. Ich bin so aufgewachsen, eben Pflegefamilie, Eltern. Also das kann ich schon sagen. Aber dass ich jetzt Erwartungen an die Ehe hatte, gar nicht. Aber es hat mich noch mal trügerischerweise bestätigt, dass dieser Missbrauch, der passiert ist, scheinbar nichts gemacht hat. Weil man denkt ja so klassisch gesehen, Frauen, die missbraucht worden sind, die können keine Nähe zulassen, die sind nicht beziehungsfähig. Und das hat sich ja alles nicht bestätigt. Ich habe mich verliebt, ich konnte einfach Nähe ertragen. Es war intim alles machbar. Und es war natürlich erst mal trügerisch, muss ich sagen, weil natürlich in diesem Bereich hatte ich keinen Schaden davon getragen. Das ging bei mir viel tiefer und viel subtiler, diese Prägung. Und hatte das denn dann irgendwann Auswirkungen auf die Ehe? Bist Mutter geworden? Ja, hat sich das irgendwo dann doch noch gezeigt? Ja, also meine Prägung, was sich nachher herausgestellt hat, war eben nicht diese körperliche Sache, sondern das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Prägung, erstmal deine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Also das habe ich von klein auf gelernt, das, was du möchtest, was du fühlst, das ist nicht wichtig, ist nicht relevant. Und die zweite tiefe Prägung eben war dieses, wenn ich werde nur geliebt, wenn ich eben Erwartungen erfülle. Und es war sehr schwierig in meinem Glauben. Ich würde sagen, vorher war es so, dass ich so religiös war. Also durch diese Karriere, Kinderstunde und sowas. Und dieses Gottesbild war natürlich, ich kann keine Erwartungen erfüllen. Und dann sind wir in eine große Ehekrise reingeschlittert, weil ich auch dachte, ich kann auch die Erwartungen meines Mannes nicht erfüllen. Dazu kam, dass wir einfach unser erstes Kind bekommen haben. Mein Mann hat zeitgleich 4 Jahre Teilzeit eine Berufsbegleitung zum Techniker gemacht. Und ja, da bin ich dann gründlich gescheitert. Da gab es dann den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich bin enttäuscht von dir, von mir, von meinem Mann. Und ich möchte mich scheiden lassen. Also da war der komplette Scherbenhaufen dann da. Hättest du auf den Punkt bringen können, warum? Also irgendwo musst du das ja deinem Mann erklären. Hast du ihm gesagt, ich möchte mich trennen, oder? Ja, also das war echt hart, weil ich sage immer, früher war ich so ein Hühnchen, also ich hatte kein Selbstbewusstsein. Ich habe natürlich versucht, auch in unserem christlichen Setting mal zu sagen, hey, wie ist denn das bei euch in der Ehe? Aber ich sage mal, vor 20 Jahren, da war das noch nicht so, dass man sich da gern geoutet hat. Und somit waren alle christlichen Ehen super perfekt, nur bei uns hat es nicht funktioniert. Ich habe natürlich auch gefragt, hey Schatz, wie geht's dir denn in unserer Ehe? Ja, alles super. Heute würde ich jetzt sagen, so wie ich jetzt hier sitze, ja Schatz, voll gut, dass es dir so gut geht. Mir fehlt das und das und das. Aber das konnte ich damals nicht, weil ich oft auch selber gar keinen Zugang hatte, was will ich. Und somit ist es über diese 4 Jahre auseinander getriftet, dass ich mich von ihm entfernt habe. Und ja, dann habe ich eines Tages ihn eigentlich in kalten Eimer Wasser drüber geschüttet, indem ich gesagt habe, okay, ich will mich trennen. Ich liebe dich nicht mehr. Und was ist dann draus geworden? Hast du es durchgezogen? Nein. Das muss ja gut sein. Ja, weil Gott andere Wege geht wie man selber. Wir hatten 2 Kinder zu der Zeit und ich wollte mich tatsächlich trennen und habe gesagt, okay, ich muss jetzt gucken, wie kriegen wir das jetzt irgendwie gut hin.
Ich brauche räumliche Trennung. Zu meiner Mutter ziehen oder so war keine Option. Also Mutter-Kind-Kur, das ist doch eine gute Idee. Mal 3 Wochen mit den Kids weg, komplett raus aus dem Setting. Und da werde ich dann einfach mal planen, wie wir das so gut hinkriegen. Und wie ich schon sagte, Gott hat andere Pläne. Jetzt bin ich in ein christliches Haus gekommen. Das hätte ich mir niemals ausgesucht zu dieser Zeit. Ich weiß noch, wie mein Mann auch diese Gebetswaffe genommen hat, ich sag's mal, Gebetswaffe, und gesagt hat, Schatz, ich lass für unsere Ehe beten. Und das, ich war so wütend, habe gedacht, ja, beten, änder du dich, dann braucht man nicht beten. Das war damals einfach so mein Setting. Und dann kam ich in dieses Haus und war erst mal, okay, ich hätte es mir nicht ausgesucht, aber dort ist mir eine Frau begegnet, das war eine Pastorenfrau, eine Christin, die mir zum ersten Mal so authentisch den Glauben nahegebracht und hat und auch Gott von einer ganz anderen Seite gezeigt hat, von ihren Eheproblemen erzählt hat, wo ich echt dachte, what, Christen haben Eheprobleme? Also bin ich doch nicht die Einzige. Und in diesen 3 Wochen hat sich Gott mir neu vorgestellt durch das und hat so mein Herz verändert, dass ich noch in der Kur gesagt habe, okay Gott, egal was du machst, mach irgendwas, aber so wie es jetzt ist, kann ich nicht mehr und will ich nicht mehr weiterleben. Und habe da dann beschlossen, okay, keine Scheidung, sondern jetzt gucken wir uns den Schlamassel an und dann gucken wir, was wir draus machen. Und Schlamassel angucken heißt die Eheprobleme angucken oder auch das, was so in dir drin alles war? Jo, beides. Mhm. Das hat tatsächlich beides eben ineinander gespielt, dass ich wusste, ich muss mich dieser Sache stellen. Also ich muss, weil vieles natürlich meine Prägung ist und vieles von mir ausging. Und deswegen, es hat noch mal einige Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, und jetzt muss ich für mich gucken, ich brauche Seelsorge und ich muss das vor Gott bringen und damit klarkommen. Vergebung war ein großer Schlüssel da auch, Dinge anzuschauen. Ja, und natürlich den Weg zueinander zu bringen. Ich meine, man steht nicht morgens auf und sagt, ich liebe dich nicht mehr, aber man geht auch nicht abends ins Bett und sagt, ach ja, übrigens. Also das war ein sehr langer Prozess, wo wir uns beiden, ja, der tränenreich war, der harte Arbeit war, aber sich gelohnt hat. Gab es Punkte, wo es besonders wehgetan hat, sich das anzugucken? Na klar. Also die Punkte, wo es besonders war, war tatsächlich eben diese Prägungen, die mich oft so in Schwierigkeiten gebracht haben. Und das raus zu, ja, wieder von der anderen Seite, sage ich mal, durchzudrücken. Eben dieses, ich bin nur was wert oder ich bin nur geliebt, wenn ich Erwartungen erfülle. Das umzuwandeln, hey, du bist bedingungslos geliebt. Oder eben auch diese Erwartungshaltung. Es war für mich immer klar, wenn irgendwo einer einen Kuchen brauchte, dass ich den backe. Also egal, ob ich Zeit hatte oder nicht. Und auch sich da abgrenzen zu dürfen, also zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, ohne Angst zu haben, okay, also Menschenfurcht, dann zu sagen, ja, jetzt, die mögen mich jetzt nicht mehr, weil ich keinen Kuchen backe. Das ist mir ganz oft schwer gefallen, da wirklich Nein zu sagen zu Dingen. Ja. Jetzt könnte man es ja so verstehen, dass du zu dem Punkt gekommen bist, okay, das, mein Mann war nicht das Problem, die Ehe war nicht das Problem, ich war einfach das Problem. Ich musste mich ändern, ich musste aufarbeiten und alles war gut. War es so? Weil das hört sich jetzt irgendwie auch gruselig an. Ich war halt das Problem. Nein. Also natürlich ist es tatsächlich auch eine Prägung gewesen, erst mal nach mir zu gucken und zu sagen, oh ja, na klar, ich bin diejenige welche. Aber so diese krassen Schuldgefühle hatte ich tatsächlich jetzt nie. Nee, es war ein Zusammenspiel. Es war ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren, wo wir uns alle gemeinsam, also mein Mann und ich, zusammensetzen mussten und gucken, okay, wo hakt's? Wo brauchen wir Hilfe? Wo brauchen wir Unterstützung? Und ich bin so dankbar, dass wir Menschen auch um uns herum hatten, die tatsächlich gebetet haben. Und ich bin heute festen Überzeugung, hätte es diese Gebetskämpfer nicht gegeben, dann würde ich weder heute hier sitzen, noch jetzt mit meinem Mann zusammen sein und noch mal 2 Kinder bekommen haben. Also das hast du eben krasses Wort in den Mund genommen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch, nämlich vergeben. Also wenn ich das richtig weiß, in Gefängnissen sind die Typen, die Kinder missbraucht haben, das sind die ganz unten.
das sind die, also auf die gucken alle runter. Das sind ja die schlimmsten von allen. Ja. Ist das überhaupt richtig, so jemandem zu vergeben? Das ist doch das Schlimmste, was man tun kann. Naja, wäre ich nicht gläubig, würde ich sagen, die sitzen da zurecht. Und hoffentlich werden sie nie wieder rausgelassen. Mhm. Aber aus meinem jetzigen Setting, das ich ja selber auch erfahren habe, zu sagen, hey, Jesus hat auch dir vergeben. Also ich habe auch genug Mist gebaut. Und natürlich, menschlich gesehen, haben wir eine Rangliste von Abartigkeiten, von, ich nenne es mal, von diesem Sündewort. Aber bei Gott gibt es nicht. Deswegen ist eigentlich für ihn egal, Ziel verfehlt. Die Trennung ist da und er musste mir oder hat mir erst mal vergeben. Und das hört sich jetzt super leicht an. Und das war ein großer Prozess. Natürlich zu sagen, okay, ich vergebe meinem Vater, ich vergebe meinem Onkel. Aber letzten Endes, es war ein langer Prozess. Ich habe es auch lange Zeit nicht geschafft zu sagen, ich vergebe, sondern ich habe ganz oft so, ich möchte vergeben. Aber als ich das dann durchbrochen habe, zu sagen, ja, und ich vergebe dem, weil die Erkenntnis daraus kam, zu sagen, letzten Endes macht es nur mit mir was, nur mich quält das, wenn ich nicht vergebe. Ich sag mal, mein Onkel, der war da schon tot, den hat sowieso nicht mehr interessiert. Und ganz oft ist es eben so, dass Menschen, denen wir so etwas anhängen, die leben ihr Leben, die erinnern sich vielleicht manchmal noch nicht mal daran. Aber mich hat es befreit, um zu sagen, ich lasse das jetzt los. Das heißt ja nicht Vergebung zu sagen, hey, schwamm drüber, ist ja gar nicht so schlimm gewesen, sondern schon zu sagen, hey, das war schlimm, aber es hat jetzt keine Macht mehr über mich. Meine Vergangenheit muss jetzt einfach keinen Einfluss mehr über meine Zukunft haben. Das heißt, vergeben heißt für dich was anderes als verharmlosen. Ja, definitiv. Definitiv. Ist jemals jemand von den beiden Menschen, die das angetan haben, irgendwie bestraft worden dafür? Nee. Wäre es nicht aber doch an der Zeit? Ich glaube, also... Ja, dein Onkel, das geht nicht mehr. Ja, also ich glaube, das erledigt dann irgendwann Gott selber. Mhm. Ich bin nicht der Richter dafür. Mhm. Vielen Dank, Sonja, dass du uns da mit reingenommen hast. Ja. Ein sicherlich nicht ganz einfaches Thema. Und ich glaube, viele Frauen, die Ähnliches erlebt haben, können das einerseits mitfühlen und andererseits werden sie vielleicht sich auch dran reiben, an diesem Punkt Vergebung. Ja. Was macht das mit mir und ist das wirklich was Gutes? Ne? Mhm. Ja. Falls uns jemand schreibt, dürfen wir es an dich weiterleiten. Definitiv, sehr gerne. Sehr gerne. Dankeschön.